Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, hallo und herzlich willkommen hier aus Düsseldorf. Ja, im Umfeld der US-Präsidentschaftswahl kommt man auch wohl dann nicht um die Analyse eines amerikanischen Aktienindex umher. Und dem wollen wir Rechnung tragen mit dem charttechnischen Blick auf den S&P 500. Ja, die US-Wahl, ich hatte es schon angesprochen, das ist natürlich ein Ereignis, welches die Welt im Allgemeinen, aber auch die Finanzmärkte im Speziellen im Atem halten wird. Ja, in dem Zusammenhang ist technische Analyse nicht nur sehr gut geeignet, um die Renditeziele gen Norden abzuleiten, sondern auch mal um Stresslevel, um Risiko Stop-Loss-Marken auf der Unterseite zu definieren. Und da wollen wir im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns zunächst mal unsere Hausaufgaben machen. Die wichtigsten Unterstützungen beim S&P 500 sind zunächst einmal die alten Ausbruchsmarken seit Mitte Oktober, seit dem jüngsten Allzeithoch. Ja, es gab ja einige in diesem Jahr bereits, sind wir in eine Konsolidierungsphase übergegangen und damit testen wir aktuell die alten Ausbruchsmarken roundabout bei 5670 Punkten. Das ist eine erste wichtige Unterstützung und schon ein bisschen strategischer geht's, wenn wir nochmal eine Etage tiefer blicken, in Richtung des Tiefs von Anfang September 5400 Punkte. Und dieses Level wird zusätzlich bestätigt durch den Durchschnitt der letzten 38 Wochen. Also bei 5400 Zählern besteht beim S&P 500 dann wirklich auch schon eine sehr wichtige charttechnische Unterstützung. Und mit diesen Haltemarken ist man vielleicht ganz gut prädestiniert für eine erhöhte Volatilität, die uns im Umfeld der US-Präsidentschaftswahl möglicherweise begleiten wird in den kommenden Handelstagen. So viel kurzfristig zum S&P 500. Wenn man ein bisschen mehr die strategische Brille betrachtet, und das würde ich gerne im zweiten Teil der Sendung tun, dann ja, gibt es einen großen Effekt auf der saisonalen Schiene, der gerade jetzt schlagend werden könnte. Gemeint ist der sogenannte Halloween-Effekt. Das ist saisonal, ich würde sagen, gleich hinter der Jahresendrallye der zweitbekannteste saisonale Effekt, die zweitbekannteste saisonale Anomalie. Dahinter verbirgt sich, dass die Aktienmärkte regelmäßig im Sommerhalbjahr schlechter laufen als in der Winterperiode, als in der dunklen Jahreszeit. Und das Winterhalbjahr ist definiert als der Zeitraum vom 1.11. bis 30.04. Entsprechend haben wir das Winterhalbjahr, die beste saisonale Phase, gerade eingeläutet. Und entsprechend spiegelbildlich das Sommerhalbjahr dann 1.5. bis 31.10. Wir haben die Daten für den S&P 500 seit 1929 ausgewertet. Und in der heißen Sommerperiode steht unterm Strich ein durchschnittlicher Kursertrag von gut 2% für die amerikanischen Standardwerte zu Buche. Im Winterhalbjahr, wie gesagt, gerade eingeläutet, dagegen ein Kursplus von 5,19%. Also Faktor 2,5 mal so groß der Ertrag in der dunklen Jahreszeit als in den heißen Sommermonaten. Das schon mal ein ganz wichtiger Mutmacher, jetzt auch über den Tellerrand hinaus dieser Phase von erhöhten Schwankungsbreiten hinweg betrachtet. Bisher war die Auswertung sozusagen eine Pflichtaufgabe und vielleicht auch eine Fleißaufgabe. Aber wir wollen gerne das auch noch mal einen Schritt voranbringen. Denn das Börsenjahr 2024 war bisher ein sehr, sehr gutes. Und auch das Sommerhalbjahr 2024 war ein sehr konstruktives. Und mit diesem Hintergrundwissen haben wir sozusagen den besseren Halloween-Effekt versucht zu beleuchten. Sprich, hilft mir als Anlegerin, als Anleger dieses Wissen um einen starken Sommer in den darauffolgenden Wintermonaten? Ganz konkret die Frage, was passiert, wenn wir schon einen starken Sommer hatten
im folgenden Winterhalbjahr. Und zunächst haben wir definiert als starken Sommer eine positive Wertentwicklung. Und wenn man die Jahre mit konstruktivem Sommerverlauf herausfiltert, dann steigt der durchschnittliche Kursertrag im Winterhalbjahr auf 6,5%. Und wenn man im zweiten Schritt ja noch stärkere Sommermonate herausfiltert, größer 5% Kursertrag, größer 10%, dann steigen auch die Performancezahlen für die kommenden 6 Monate für die dunkle Jahreszeit weiter. Das führt zur Daumenregel: je stärker der Sommer, desto stärker auch das Winterhalbjahr. Oder wer es nicht ganz so optimistisch ausgedrückt haben möchte, also eher für die Bären unter euch: wenn der Sommer konstruktiv verläuft, dann wird der Winter nicht schwach. Und das ist, glaube ich, eine schöne Botschaft, ja, wenn auch die nächsten Tage vielleicht ein bisschen mehr Schwankungsbreite mit sich bringen sollten. Über den Tellerrand hinausgeblickt ist das ein positives Fazit der heutigen Sendung, salopp formuliert: Halloween-Effekt nur besser. Das ist das, was wir auf Basis der Daten beim S&P 500 seit 1929 nachweisen konnten. Ja, und damit sage ich vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Viel Erfolg bei euren eigenen Trading-Aktivitäten, aber vor allen Dingen bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss hier aus Düsseldorf, euer Jörg Scherer.